Tiefer kann ein Mensch nicht fallen. Heute am Karfreitag wird uns in deutlicher Weise das schreckliche Ende des Jesus von Nazareth vor Augen geführt. Das Kreuz, an dem er starb, ist ein Zeichen für viele Menschen geworden. Für die einen als Schmuck, für die anderen als Erkennung des Glaubens. Aber es bleibt das Zeichen der Grausamkeit des Todes, das nicht wegdiskutiert werden kann. Am Kreuz bleibt nicht viel. Ein ausgemergelter Körper, kein kostbares Kleidungsstück mehr. Kein Ballkleid, kein Anzug, nur ein Tuch, um die Genitalien abzudecken. Ein Lendentuch. In diesem kostbaren Schrein, dem Marienschrein, wird das Lendentuch Jesu aufbewahrt. Dieses Tuch ist die Erinnerung an den Tod des Jesus von Nazareth. Es ist die Erinnerung an das Kreuz, das er getragen hat, an sein Leiden und das Leid, das auch heute unser Leben ständig prägt. Armut, Einsamkeit, Angst, Krieg, Morden, Corona, das sind die Leiden und Kreuze unserer Zeit. In diesem Marienschrein mit dem Lendentuch und den anderen drei Heiligtümern wird uns auch diese Lebenswirklichkeit alle 7 Jahre vor Augen geführt. Im kommenden Jahr bei der Heiligtumsfahrt wird der Schrein wieder geöffnet und das Lendentuch entnommen. Das Lendentuch wird den Kranken dann als Zeichen der Stärkung aufgelegt. Mit dem Lendentuch wird in der Eucharistiefeier ein Segen ausgesprochen. Und wir spüren für uns Christinnen und Christen, das Kreuz ist nicht das Letzte. Das Kreuz ist Zeichen des Segens geworden. Ich wünsche Ihnen an diesem heutigen Karfreitag die Solidarität mit allen, die unter den Kreuzen dieser Welt leiden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag.